Heute beim Elektrischen Reporter Antikriegsspiele, Quartettfotos und Twitter-Sprech. Ich habe Sie erwartet. Krieg zu spielen ist leicht, aber wie spielt man eigentlich keinen Krieg oder genauer gegen den Krieg? Das fragen wir in unserem ersten Beitrag. Der Vorwurf ist beinahe so alt wie das Computerspiel selbst. Ballerspiele, insbesondere 3D-Shooter, verherrlichen Gewalt und glorifizieren den Krieg, heißt es. Als Supersoldat mäht man in solchen Games reihenweise Feinde nieder. Für irgendein zumeist austauschbares Ziel. Dass dieses Spielprinzip sich nicht endlos neu erfinden lässt, ist klar. Das hat auch der begeisterte Gamer und Let's Player Robin Schweiger aus Berlin festgestellt. Ja, 3D-Shooter haben sich im Grunde seit 10 Jahren jetzt fast nicht mehr entwickelt. Irgendwann kamen halt die Spielmechaniken und die werden seitdem immer genutzt. Aber erzählerisch wird da sich einfach nicht weiterentwickelt. Du hast halt deine Waffe, schießt damit ein bisschen rum, tötest Leute, hast damit Spaß und dann ist das Spiel vorbei. Aber da findet keine wirkliche Entwicklung statt, deswegen das langweilt mich mittlerweile ein bisschen. In der Games-Branche scheint langsam ein Umdenken einzusetzen, wie man sich dem Thema Krieg vielleicht auch auf eine weniger plumpe Weise annähern kann. Es sind Spiele wie das bereits 2012 erschienene Spec Ops The Line, die den Gamer erstmalig mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontieren. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Shooter, wandelt sich Spec Ops im Verlauf des Spiels zu einer komplexen Problemsimulation mitten in Krieg und Gewalt. Männer wie wir überschreiten eine Linie. Plötzlich befällt den Gamer mitten im sonst so folgenlosen Bildschirmgemetzel ein seltsamer Zweifel. Du glaubst, in den ersten Spielstunden, du hast ein ganz normales Call of Duty Battlefield, ballerst halt auf ein paar Araber und die sterben und du bist halt ein Held, alles ist gut. Und dann irgendwann erkennst du, vielleicht sind das ja gar nicht die Bösen. Du als Spieler tötest die ja gerade und du als Spieler triffst ja die Entscheidung, dass dich das unterhält. Und warum unterhält das dich? Und das Spiel zwingt mich halt, mich diese Fragen zu stellen und das hat noch nie ein Spiel vorher gemacht mit mir. Ein kommerzieller Erfolg war Spec Ops The Line vielleicht gerade wegen dieser komplexen Fragestellung nicht. Aber es hat den Weg bereitet für ein neues Genre in der Computerspielwelt, das Antikriegsspiel. Plötzlich trauen sich Entwickler, einen anderen Blick auf das Thema Krieg zu werfen. So wie die Warschauer 11-Bit Studios mit ihrem neuen Spiel This War of Mine. Hier spielt man nicht Soldat, sondern versucht als Zivilist zu überleben. In einer belagerten Stadt. Chefautor Pavel Mieczowski stürzt den Spieler in diesem Überlebenskampf von einem moralischen Dilemma ins nächste. Wir schmeißen dem Spieler keine moralischen Vorschriften an den Kopf. Wir zwingen den Spieler vielmehr, seine eigenen moralischen Entscheidungen zu treffen, egal ob sie gut oder böse sind. Im Spiel erlebt jeder die Konsequenzen seiner Entscheidungen. Und auf diese Weise kann jedes Computerspiel, nicht nur This War of Mine, zur Diskussion über wichtige Themen anregen. Denn die Entscheidungen triffst immer du und nicht wir. Und diese Entscheidungen sind nicht ohne. Wie komme ich im Krieg an Nahrung, an Wasser und Medikamente? Durch Tausch, Raub, Mord? In Antikriegsspielen ist Gewalt nie Selbstzweck, sondern steht immer in einem größeren Kontext. Und genau dadurch wird der Krieg für den Spieler vom Vergnügen zur emotionalen Zumutung, weiß der Medienwissenschaftler Burkhard Röwekamp, der Antikriegsfilme als Vorbilder für dieses neue Genre sieht. Filme wie den Klassiker, die durch die Hölle gehen, in dem es dieses russische Roulette-Sequenz gibt, also extrem gewalthaltige Filme, die auf die Maximierung des Affekts, nicht, der Emotionen und des Affekts vor allen Dingen gerichtet sind und dann zusammen mit der Erzählung, die damit verbunden wird, besondere Wirkung entfalten. Nicht, das ist etwas, was nachhaltig ist, was hängen bleibt. Und genau hier, in dieser emotionalen Einbindung des Spielers, kann das Antikriegsspiel sogar viel mehr leisten als der Film, ist sich Röwekamp sicher. Sie können halt den Spieler noch viel direkter adressieren, noch viel stärker einbinden. Darin besteht zum einen möglicherweise die Gefahr. Auf der anderen Seite kann es natürlich so ein sinnliches Erleben noch weiter intensivieren, noch vertiefen. Es wäre naiv anzunehmen, dass die Games-Branche ihre Blockbuster-Kriegsspiele einstellt und plötzlich nur noch kriegskritisch geballert wird.
Genauso naiv wäre es zu glauben, dass etwa das Grauen einer kriegerischen Belagerung durch ein Computerspiel realistisch erfahrbar werden kann. Aber This War of Mine oder Spec Ops The Line zeigen doch, dass Computerspiele über ein so ernstes Thema wie Krieg zum Nachdenken anregen können. Mindestens genauso gut wie ein Buch oder ein Film. Noch nie wurden so viele Fotos geschossen wie in diesen Zeiten. Und trotzdem kann man als Fotograf noch das Neue im Bekannten entdecken, das Ungewöhnliche im Gewohnten. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Patrice Bouidibela, heiße bei Twitter @PatriceBerlin und tituliere mich selbst als Neo-Entertainer. Das will heißen, dass ich so einen Mix aus allem mache. Sei es jetzt nun das Auflegen, sei es das Moderieren, hin und wieder vielleicht sogar mal Schauspielern. Ein Hobbyfotograf bin ich mit Sicherheit jetzt auch schon und deshalb ein Neo-Entertainer. Fotografie ist so vieles. Es kann eine einfache Dokumentation sein, es kann ein einfacher Beweis sein. Durch Manipulation kann man dann auch so viel anregen. Und diese Leidenschaft, auch nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern die eigentliche Arbeit, das ist das, was für mich Fotografieren sehr spannend macht und weshalb ich definitiv dies als eine meiner größten Leidenschaften wahrnehme. Four Shades hat sich ja tatsächlich einfach auch aus der Notwendigkeit irgendwo so ergeben, sich nicht entscheiden zu können, wie porträtiere ich jemanden am besten. Eine Sache, die ich sehr spannend finde, ist so der Glaube, dass es ausschließlich prominente Menschen sind, die ich halt porträtiere. Das stimmt einfach nicht. Das sind einfach Menschen aus meinem Umfeld, die ich dann irgendwo kennengelernt habe, die ich auch sehr schätze. Und da ist natürlich der ein oder andere aus dem Medienzirkus, aus dem ich ja auch komme, in der Form mit dabei. Aber es sind auch persönliche Momente, wie zum Beispiel mit meiner Mutter. Also der gemeinsame Nenner. Bin einzig und alleine ich. Ich bin der rote Faden. Das sind alles Menschen, mit denen ich hatte, Kontakt hatte, mit denen ich irgendwo Berührungspunkte hatte. Und das spiegelt sich dann in dem Vertrauen wider, was diese Menschen mir schenken, indem ich sie sozusagen ablichten darf. Allgemein muss man sagen, als es darum ging, meine Mutter zu fotografieren, war ich sehr zwiegespalten, ob es überhaupt sinnvoll wäre, sie zu fotografieren und dann auch noch öffentlich zu zeigen. Und tatsächlich, ich verlange ja von meinen Protagonisten keine speziellen Posen, aber bei ihr habe ich auch eine abverlangt, die eigentlich nie gefallen ist. Also der erhobene Zeigefinger zum Beispiel, das musste denn sein. Weil ich glaube, erst dann war deutlich auch, dass es meine Mutter ist. Also eine gewisse Form von Inszenierung, aber es ist trotzdem ganz, ganz sweet geworden. Am 1. November 2014 werde ich 40 Jahre und das Ganze endet dann in einer großen Collage von Menschen, die ich mehr oder weniger in meinem Leben getroffen habe, die einen Einfluss hatten. Und das wird dann halt ein Geschenk an mich selbst. Ich hatte auch gar kein Problem, jetzt von heute auf morgen alle zu löschen auf den sozialen Netzwerken. Das ist das letzte Problem, was ich habe, weil ich habe sie ja für mich und es soll ja auch nur für mich sein. Nicht nur fotografiert, sondern vor allem kommuniziert wird im Netz permanent und immer auf mannigfaltigste Arten. Manch einer glaubt, dass unser aller Basiskommunikationsform darunter leiden könnte, unsere Sprache nämlich, wie unser nächster Beitrag zeigt. Der Verein für deutsche Sprache ist in großer Sorge. Der Grund dafür, das Internet. Nicht nur die vielen illegal ins Deutsche eingewanderten Englischvokabeln bereiten den Sprachschützern Kummer. Auch die neuen digitalen Kurzkommunikationsformen wie Twitter betrachtet der Sprachverein mit Skepsis. Wenn wir den Eindruck haben, dass die Sprachformen im Internet oder bei Twitter, die eben defizitär sind, wenn wir als Mitglieder diesen Eindruck haben, dass das die Sprache ist, die wir in Zukunft sprechen müssen, dann machen wir uns Sorgen über unseren sprachlichen Standard. Abkürzungen, Auslassungen, fehlende Interpunktion. Mit Sprache, wie man sie im Deutschunterricht lernt, hat Twitter tatsächlich oft nicht viel zu tun. Der Verein für deutsche Sprache hat daher eine düstere Vision der Zukunft parat. Wenn wir dann sagen, auf diese Art und Weise werden wir uns also künftig auf Deutsch unterhalten, befürchten wir, dass zum Beispiel hochsprachliche Literatur, hochsprachliche Nachrichten, gute Zeitschriften oder gute Fernsehsendungen nur noch in einer solchen reduzierten Form des Deutschen dargeboten werden und eben nicht mehr in einem sprachlichen Standard. Und das macht uns Angst. Andere schauen weniger mit Angst, dafür mit großer Neugier in die Zukunft einer vertwitterten deutschen Sprache.
Stefan Poromka beispielsweise. Er ist Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Universität der Künste in Berlin. Und er ist Twitterer. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme an einem großen Experiment teil, bei dem ausprobiert wird, was man mit diesem Medium eigentlich machen kann. Das heißt, an sich steht es gar nicht fest, sondern im Grunde genommen entwickelt es sich beim Lesen und beim Schreiben wie permanent weiter. Maximal 140 Zeichen darf ein Tweet lang sein. Stefan Poromka sieht in dieser Beschränkung eine große Herausforderung. Gedanken müssen zunächst verdichtet und präzisiert werden, bevor sie sich in einen Tweet quetschen lassen. Und vielleicht wird diese Art des Denkens und Textens tatsächlich die deutsche Sprache verändern. Und das wäre eigentlich nichts Neues. Die Erfindung des Buchdrucks, der Zeitungen, der Siegeszug von Radio und Fernsehen haben die Sprache verändert. Ebenso Auslandsreisen oder Einwanderung. Eine Sprache ist nichts Statisches, sondern wandelt sich ständig. Mit dem Internet ist allerdings eine völlig neue Dynamik in den Sprachwandel gekommen. Und das bereitet vielen Deutschen Unwohlsein. 65% der Deutschen fürchten laut einer Umfrage, die deutsche Sprache verkomme immer mehr. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic entdeckt in solchen Befürchtungen ein immer wiederkehrendes Muster. Die Angst vor Sprachverfall ist wahrscheinlich so alt wie die Sprache selbst. Also wir wissen es natürlich nur aus dem Zeitraum, für den wir Aufzeichnungen haben. Das ist für unseren Kulturraum etwa seit der Zeit der alten Griechen. Und wir wissen auf jeden Fall, dass seit dieser Zeit auch Leute sich beschwert haben darüber, dass der Sprachgebrauch, vor allen Dingen der Jugend, darauf hinweist, dass die Sprache im Prinzip zerfällt und bald ihre kommunikative Funktion nicht mehr ausüben können wird. Dabei wurde noch nie so viel geschrieben wie heute. Das Netz hat die Menschen weltweit in Schreiber verwandelt. Selbst Leute, für die in prädigitalen Zeiten ein Einkaufszettel die Krönung ihrer Textproduktion darstellte, schreiben heute E-Mails und die Facebook-Seiten ihrer Freunde voll. Laut Bundesnetzagentur verschickten die Deutschen im letzten Jahr 38 Milliarden SMS und populäre Messenger-Dienste wie WhatsApp kommen noch dazu. Aber mit langen Briefwechseln wie zu Schillers und Goethes Zeiten haben diese Texte natürlich kaum noch etwas gemeinsam. Sie gleichen mehr der gesprochenen Sprache als den gedrechselten Sätzen vergangener Schrifttage. Und viele Kommunikationsformen haben bereits eigene Codes entwickelt, die für Außenstehende nicht direkt zu begreifen sind. Stefan Poromka sieht in diesem Umstand eine der Ursachen für die Twitter-Abneigung vieler Deutscher. Wenn ich auf Partys komme, deren Regeln ich nicht kenne, ja, und wo ich nicht weiß, worüber gesprochen wird, dass ich dann nach 5 Minuten rausgehe und sage, ey, die Party ist nichts, die Leute unterhalten sich nur über flache Sachen. Aber es liegt nur daran, dass ich eben gar keine Ahnung habe, wie so eine Party funktioniert. Und schließlich ist das Internet nur ein einziger Bereich unseres Lebens. Selbst wenn sich also dort neue Sprachformen entwickeln, heißt das noch lange nicht, dass die alten verschwinden. Denn wer Spaß an 140 Zeichen hat, der freut sich vielleicht auch über 140.000. Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die Sprache. Theodor Fontane. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.